Hi, schön, dass du wieder da bist zum Fragendienstag, ja? Und diese Woche kam wieder eine tolle Frage. Vielen Dank dafür. Die Frage war, wie kannst du so viel Stoff lernen in kurzer Zeit, so im Studium, auch später danach für Prüfungen zum Beispiel und so. Es gibt so viele Tipps in dem Bereich, ja? Ich glaube, es kommt drauf an, was man so umsetzt am Ende. Und die meisten Sachen, die ich dir sage, wahrscheinlich kennst du oder kennst du vielleicht nicht, ich weiß nicht, aber das sind Sachen, die funktionieren. Und ein Prinzip, was ich in den letzten Jahren genutzt habe und hat mich wirklich enorm nach vorne gebracht, ist das Prinzip Listen, Do, Succeed. Ja? Wenn du jemanden siehst, der schon den Outcome hast, was du erreichen willst oder das Ziel erreicht hat, was du erreichen willst, und dann fragst du, dann sagt er dir, ich habe so und so gemacht. Dann machst du das. Und dann bist du erfolgreich. Meistens funktioniert das. So, erstens, um viel Stoff zu lernen, beziehungsweise viel aufzunehmen, brauchst du meistens einen Plan. Ja? Der Plan sieht so aus. Du hast meistens so ein Endziel. Also in 30 Tagen muss ich so viel drauf haben oder schon gelernt haben. Dann schaut man sich die 30 Tage. Und dann schaut man sich den Stoff, wie viele Seiten sind das, wie viele Stunden habe ich jeden Tag, okay, wie viel kann ich dann jeden Tag hier haben, also jeden Tag kann ich 6 Stunden hier investieren und da realistisch sein, also nicht übertreiben, nicht sagen, ich würde 12 Stunden zum Beispiel lernen, kannst du nicht, es ist unmöglich, ja, da musst du wirklich hardcore realistisch sein und sagen, okay, ich habe 2 Stunden, okay, ich schaffe das. Oder sagst, ich schaffe das nicht, ja, in der Zeit, dann weißt du das auch. Und dann kannst du zum Beispiel, okay, dann brauche ich hier 3 Stunden. Und die Stunde, die werde ich mir von hier holen. Und dann kannst du so den Stoff quasi verteilen, dann weißt du ganz genau. Und da muss immer, an dem Plan, muss immer stimmen. Ja? Die Zeit musst du meistern, weil ansonsten verlierst du. Besonders in einem Studium wie Medizin zum Beispiel. Dann guckst du und dann nach hinten muss immer noch, du musst immer noch einen leeren Platz haben. Weil du wirst prokrastinieren. Bestimmt, ja. Wenn du jetzt nicht einer von den Profis, die so richtig hardcore lernen und super motiviert sind, das war ich nicht, bin ich immer noch nicht, dann wirst du prokrastinieren und dann irgendwann wird irgendwas passieren und dann wirst du Sachen nach hinten schieben. Deswegen brauchst du hinten so ein bisschen mehr Platz. Das war der erste Tipp, haben einen Plan und der Plan muss auf den Tag übertragen sein. Auf die Stunde, wie viele Stunden, wie viele Seiten. Und dann kannst du auch so dann kannst du auch deinen Plan kontrollieren. Okay, ich habe fünf Seiten zum Beispiel für eine Stunde. Die sind geschafft für heute. Wow, gut. Wenn du es geschafft hast und du dich immer noch wohlfühlst, dann kannst du eine drauflegen zum Beispiel. Und so, dann funktioniert. Erster Schritt. Zweiter Schritt auch, was wirklich mein Leben revolutioniert hat. Das findet man in dem Buch, die 7 Wege zur Effektivität. Und das Prinzip ist so ein bisschen, das braucht mehr als ein Video, aber das Wichtigste ist, tu die wichtigen Dinge zuerst, bevor sie dringlich werden, weil dann geben sie dir Energie. Im Lernen ist das enorm wichtig, weil diese Energie brauchst du, weil wenn du lernst ohne Energie, bringt dir gar nichts. Du vergisst auch schon sehr viel und sehen dann deine Tage nicht so gut aus. Und was sind dann die wichtigen Dinge? Da fragt man sich. Wichtige Dinge zum Beispiel, wenn du eine Prüfung hast, zu lernen. Und das ist wichtig heute zu tun, weil wenn du das heute nicht, ich weiß, es hört sich banal, es ist aber so. Wenn du es heute tust, 2 Monate vor der Prüfung, dann wirst du am Prüfungstag ganz entspannt da sitzen, ja. Und das gibt dir Energie. Und da kannst du auch besser reagieren, in der Prüfung auch besser sein. Was sind dann die wichtigen Dinge? Die wichtigen Dinge sind immer die Dinge, die du nach morgen verschieben kannst. Da fragst du dich, warum ist es wichtig? Dann hast du so einen Grund, warum das ist wichtig. Zum Beispiel Training. Du kannst immer nach hinten verschieben. Du kannst immer heute nicht trainieren. Kannst du morgen machen. Wann zahlst du dann? Später. Später. Wenn du älter bist. Wenn du das verschoben hast. Bis es dringlich geworden. Wann wollen dann die Leute trainieren und fit werden? Ende des Jahres? Und wenn sie krank sind? Suchen Sie. Also, tu die wichtigen Dinge zuerst, die zu deinem Outcome führen.
Drei, so eine Technik, was ich immer noch nutze. Ja. Ich lerne nicht mehr ohne diese Technik. Ja. Ich mache es nicht mehr. Ich will es nicht mehr machen. Diese Technik ist die Pomodoro-Technik. Ja. Und die Pomodoro-Technik besagt, es ist unmöglich, konzentriert zu bleiben mehr als 25 Minuten. Bei manchen viel weniger, bei manchen viel mehr. Es ist halt eine Trainingssache, es ist eine Übungssache. Ja. Aber so für den Anfang kann man mit 25 Minuten anfangen. Du bleibst voll konzentriert auf was du lernen willst für 25 Minuten. Nichts anders. Kein Handy, kein Fernsehen, mit keinem anderen reden und keine andere Sache tun. Nur die Sache, die du tun willst und beziehungsweise lernen willst für 25 Minuten. Nach 25 Minuten machst du eine Pause, Cut, 5 Minuten. Pause. Du kannst dann spielen, rumspielen mit deinem Handy, keine Ahnung, springen, trinken, was auch immer. Und dann nochmal 25 Minuten. Und das machst du viermal. So 25, 5 Minuten Pause, 25, 5 Minuten Pause. Du hast verstanden. Und dann machst du eine halbe Stunde Pause. Du verteilst immer deine Arbeit so. Das ist super, weil dein Gehirn lernt, dass Lernen Spaß machen kann. Warum? Ich strenge mich an für 25 Minuten und habe dann 5 Minuten Spaß. Und dein Gehirn funktioniert auch immer so. Das ist halt Belohnung, ja? Und Belohnung funktioniert super. Viel besser als Kritik, als wenn du dich immer so kritisierst. Ja, warum hast du nicht gelernt? Du bist doch doof, du bist doch dumm und so weiter. Das bringt dich nicht weiter. Was willst du da? Und dann, letzter Tipp ist, das habe ich in den letzten Jahren gelernt und das hilft dir enorm, Sachen sehr schnell zu verinnerlichen. Es nennt sich die Location Method. Und Location Method ist einfach. Also ich habe zum Beispiel, ich habe Plätze in meiner Wohnung, wo ich, wenn ich so manchmal Sachen merken will, ich habe so 10 Plätze, dann tue ich die Sachen da rein. Zuletzt habe ich das genutzt zum Beispiel in meine Checkliste. Ja? Die Liste zum Beispiel fängt bei mir an, wenn ich da, ich kann das, das sind Plätze, die bei dir so wirklich sehr fest im Hirn sitzen. Also bei mir ist das erstmal die Garage. Zum Beispiel, weil ich da reinkomme. Dann ist der Aufzug, dann ist die Garderobe, dann ist der Kühlschrank. Also ich komme so mental langsam in meine Wohnung rein. Und das sind da alles Plätze. Dann ist der Kühlschrank, dann ist der Tisch in der Küche, dann ist mein Sessel, der Sessel da. Dann ist mein Sessel, dann ist die so das Sofa und dann beim Fernsehen. Und so habe ich dann meine Plätze. Und wenn ich was merken will, dann tue ich das, dann mache ich die Augen zu und tue ich das Ding, was ich da merken will, auf dem Sofa. Und dann stelle ich mir vor, dass es irgendwie lustig ist. Also zum Beispiel, wenn ich Röntgen, ja, in meiner Liste steht zum Beispiel Röntgen. Röntgen steht bei mir im Fernsehen. Und das ist so ein bisschen lustig. Oder Labor und Blut zum Beispiel, ja, dass ich nicht vergesse, bei den Patienten Blut zu bestellen, Laborwerte zu kontrollieren. Dann stelle ich mir vor, auf den Sessel ein großes Blutbeutelchen, also sich entspannt, und zwei Blutröhrchen, die so neben sitzen am Sessel. Und das ist lustig, es macht Spaß und du kannst die Sachen nie vergessen. Ja? Und du kannst so viele Locations haben, wie du willst. Ja? Aber für mich ist es, ich mache so kleine Listen, kleine Liste in der Wohnung, kleine Liste in der alten Wohnung, kleine Liste in anderen Zimmern zum Beispiel. Und dann kannst du so Sachen hier und da, hier und da, hier und da speichern und dann wieder rausholen. Das Video ist extrem lang geworden, aber ich hoffe, dass es dir was gebracht hat. Ich freue mich immer auf eure Fragen. Es war wirklich toll. Vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Fragendienstag. Ciao.